Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Ich weiß nicht, wann das Ganze abgebrochen wurde. Ich habe es nicht gesehen, aber jetzt muss der jetzt muss Schweini raus. Jetzt muss ich mal hier einen kurzen Cut machen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13. Ja, wir wechseln ja. Wie gesagt. Aber ich weiß nicht, wann ihr es mitgekriegt habt. Also ob ihr es mitgekriegt habt, weiß ich nicht. Und ob ich es nicht mitgekriegt habe. Schweinsteiger jetzt aber wieder fit. Trotzdem muss ich ihn rausnehmen. Oder nehme ich ihn raus. Jetzt, ich kann noch kann ich es ändern. Weißt du was? Ich lasse das. Ich. Noch wechsle ich nicht. Solange er noch fit ist. Und jetzt geht's weiter. Groß. Ah, Schweini war ja auch eben gerade noch verletzt. Jetzt gibt's Freistoß. Was denn? Alter, mich regt's gerade richtig auf, Mann. Runtergeschmissen, das war noch nicht mal ein Foul. Ach, komm. Schweini. Wo ist denn da die Zahl der Fouls? Cicilini. Gut gelöst. Perlo. Ich sehe es kommen. Elfmeterschießen wird es höchstwahrscheinlich geben. Özil. 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 Schmelzer. Perlo. Di Natale. De Rossi. De Rossi und Hummels. Er kommt rechtzeitig. Aber der botcht über irgendwie das Ding raus. Pirlo. Pirlo. Und. Oh, ich geh die rein. Müller. Oh, das war dumm. Das war richtig dumm. Das war dumm, aber zum Glück habe ich den Mann getroffen. Jetzt gibt's Freistoß. Gelb für Groß. Geklärt, geklärt, gut geklärt. Naja, so. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich wechsle gleich nochmal Gomez ein. Der ist der bessere Schütze als Klose. Klasse gemacht von Hummels. Müller. Lahm. Der holt sich das Ding nochmal. Philipp Lahm. Wer denn jetzt schon wieder? Müller. Egal. Ja, komm. Passt schon. Mach weiter, Müller. Und Neuer. Raus auf Müller. Ja, komm durch. Gomez. Aber Müller, ich denke mal, ich hoffe mal, dass er. De Rossi. Schweini nochmal, vielleicht. Und jetzt ist Müller wieder fit. Es gibt Elfmeterschießen. Schweini, Gomez, Hummels, Kroos und Özil. Kann man mein Bruder sagt gerade, ob er mal Elfmeterschießen kann. Meine Antwort ist nein. Pirlo. Pirlo! Der macht's. Schade. Glück. Schweinsteiger. Der hat gegen Chelsea nicht getroffen, aber das macht er. Das macht er es. Jawohl. Di Natale gegen Neuer. Di Natale gegen Neuer. Di Natale! Der macht er. Sicher und souverän. Das ist Mario Gomez. Der frisch drin ist Gomez. Dafür soll er kommen. Er macht das Ding. Cassano gegen Neuer. Cassano gegen Neuer. Cassano, Neuer! Das ist Weltklasse! Der war stark geschossen. Ich weiß nicht, ob er da noch dran war, aber auf jeden Fall hält er. Hummels.
Hummels! Ja! Nockerino gegen Neuer. Nockerino gegen Neuer! Der Luft drüber! Das gibt's nicht! Nockerino Luft drüber! Ja! Jetzt! Ich weiß nicht, wer schießt. Toni Kroos! Wenn er trifft, ist es das Ding. Toni Kroos! Toni Kroos! Der macht das Ding! Und das ist, dass Deutschland gewinnt! Ja! Yes! Gewonnen! Ja, das Turnier haben wir gewonnen. Unglaublich. Ja, Italien ärgert sich hier. Und unglaublich. Ja, gewonnen. Die Weltmeisterschaft gewonnen. Die Natale hat verschossen, glaube ich. Oder? Er hat getroffen, glaube ich. Und das ist zum ersten Mal, wie wir die Jubel sehen. Den Jubel, die Jubel. Wenn man was gewinnt. Und natürlich das Feuerwerk. Ja. Unglaublich hier. Unglaubliche Bilder. Aber durch Elfmeterschießen haben wir das Ding hier gewonnen. Unglaublich. Jetzt kommt das Feuerwerk noch dazu. Und jetzt rutschen sie alle. Ist ja auch von FIFA 12 bekannt. Glaube ich. Auf jeden Fall. Ach. Das war doch in London, oder? Ich weiß gar nicht, wo das Finale war. Irgendwo in Italien. Ich glaube in London. Und da ist der. Das sieht zwar nicht so aus wie die Weltmeisterschaft, aber da ist der Titel. Und da kommen nochmal alle Auswechselspieler dazu. Sieg. Abate war der Beste auf dem Platz. Und insgesamt der Beste war Hummels. Ja, keine Spiele mehr vorhanden. Sieger! Deutschland gewinnt das Turnier. Deutschland gewinnt die Weltmeisterschaft. Turnier beenden. Ja. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 13. Mit der Karriere. Tschüss.